Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge. Ja, und ja. Wieder, was soll ich sagen, ich wurde wieder gestört und das war immer das Gleiche. Und irgendwas hat sich getan. So ein Wetten hat sich ein Weg aufgetan. Hä? Okay, kein Weg. Okay. Ach ja, bald kommt die bestimmte Stelle, wo ich mit den Sidequests beginne. Das wird ein Heidenspaß für euch, Leute. Und so. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Ich glaube, ich werde meinen Spaß haben mit den ganzen Sidequests, die alle kommen. Okay, jetzt das auch noch drücken. Und wo lang jetzt? Und hier rauf. Save State. Jetzt kommt ein Weg. Gut, gut, gut. Warte, ist das eigentlich Lava, was auf dem Boden ist? Oder was ist das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das will ich auch nicht wissen. Elixier. Ach, was soll ich jetzt mit dem Elixier anfangen? Lavos, was? Lavos lässt gehen oder was? Warte, hat. Ach, ich benutze einfach Unterkunft. Ich kaufe das später sowieso. Ich habe genügend Geld. Und. Gehen wir speichern. Lavos lässt grüßen. Okay. Okay, ja, ich habe eine kurze Pause gemacht, weil ich hier wieder gestört wurde. Und ihr seid so weit gekommen. Vielleicht habe ich euch unterschätzt. Dalton, wo sind deine Brüder? Aber dies ist das Ende. Sie werden sich um euch kümmern. Und wer? Dann kommt, Golem-Zwillinge. Okay. Okay, die Schwäche von denen ist Leuchten, was ich schon habe. Ich sehe mal, ob das jetzt wirklich das Leuchten ist. Okay. Leuchten. Leuchten. Okay. Du machst Schmatze auf dich selbst. Ich glaube, ich mache die ganze Zeit Leuchten dann, wenn das die Schwäche von denen ist. Ich hoffe mal. Ja, dass das. Ja, okay. Du machst Schmatze auf dich selbst. Heilstrahl. Du machst Leuchten. Ihr Wichsers. Okay, dann müssen wir jetzt Golem benutzen. Also Golem benutzen. Ich meine Robo-Heilstrahl benutzen. Dass uns das heilt. Und dann wieder leuchten. Ja, hä? Willst du mich verarschen? Komm, so. Leuchten. Leuchte wieder und so Funkeleien. Ich habe die Attacke nicht gehabt, als ich gegen den normalen Golem gekämpft habe. So, 706. Okay, das war Fehler. Leuchten. Heilstrahl. Du machst Venusfalle auf die. Du sollst irgendwas klauen bei denen. Ich denke mal, die haben irgendwas, was wertvoll wäre zum Klauen. Okay. Gewittertech. Und heilen. Venusfalle. Warte, die kopieren alles oder wie? Warte, was ist, wenn ich jetzt was klaue? Kopieren die das auch? Habe ich was geklaut? Der Gedanke zählt. Ist klar, der Gedanke zählt. Was zur Hölle? Okay. Die haben 10.000 je von denen. Also dauert das noch etwas, bis ich das hier schaffe. Heilstrahl. Du machst mal. Ether voll bei Chrono. Weil er das ja dringend braucht. Und so. Nein! Scheiße! Das war ein Fehler. Das war ein verdammter Fehler, den ich jetzt gemacht habe. Leuchten. Du machst Heilstrahl. Du machst Schmatze auf dich selbst. Ja, du machst Schmatze auf dich selbst. Nicht, dass du hier abkratzt. Weil Chrono schon alles selbst, weil Chrono schon alles alleine macht. Okay. Rüps, kopiere Dalton. Haben die Dalton gerade kopiert oder was? Okay, einer ist schon tot. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Okay.
Schmatzer. Du machst mal Leuchten auf dich. Du machst mal... Was hast du denn gelernt? Dreieckkick. Das müsst ihr auch noch zeigen. Dreifachkick auf den einen Gegner. Leuchten, aber ich hoffe, du bist noch nicht tot. Rüps, kopiere Dalton. Ich weiß gar nicht, ob diese... Sind das eigentlich Daltons Bruder oder so? Weil die sind irgendwie... Die rüpsen einfach so. 2000 Erfahrungspunkte erhalten. 4000 Gil erhalten. Kona erreicht nächste Stufe. Okay, wieso habe ich die Taktik nicht... Wieso habe ich diese Luminär-Attacke nicht gehabt, als ich gegen diesen normalen Golem gekämpft habe? Ich weiß es nicht. Sie haben die Golem-Zwinge. Na gut, nun kommt eben der Chef-Golem. Wie der Chef-Golem? Was ist das für eine Kraft? Etwa Laos Energie? Oha. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Meine ganze Arbeit wäre umsonst, wenn ich sterbe, bevor ich unsterblich werde. Ja, danke ich auch mal. Heute habt ihr nochmal Glück. Ciao, ciao. Ja, du kleine Schwuchtel, geh zu deinen Brüdern. Die Dalton-Brüder. Okay, ich gehe wieder zurück. Und speichere diesen Kampf. Weil ich keinen Bock habe, dass das nochmal passiert. Safe State. Okay, es geht weiter. Ich wurde wieder gestört. Kein Kommentar. Und ich habe gespeichert. Ich habe... Warte, habe ich alles gemacht? Habe ich keinen Unterkopf benutzt? Habe ich keinen Unterkopf benutzt? Ich bin so dämlich. Okay. Ach nein. Okay, Unterkunft. Unterkunft. Wir alle. Wieso werde ich jedes Mal gestört? Das regt mich langsam auf. Okay, das war gut, diese Truppe. Kann ich auch jedem empfehlen, wenn ihr gut gelevelt habt. Dann benutzt diese Truppe. Okay, was bist du? Okay, nu. Dies ist die Halle der Mammutmaschine. Nun ist es Zeit umzukehren, nu. Okay, das ist aber kein Grund, sich irgendwie umzubringen. Nu, komm her. Ich verstehe jetzt nicht. Wieso hat er sich umgebracht? Zeit umzukehren, okay, aber wohin? In die Hölle oder was los? Okay, eine Gravitation. Ich spüre eine Dimensionsfarbe. Eile bereit. Wo starke Monster? Okay, ihr seid... what the fuck? Hilfe! Schala! Was tust du, Schala? Ich brauche hier deine Hilfe. Ach, diese Schlampe erkennt niemand, wenn ihre eigene Tochter in Gefahr ist. Benutze den Dolch von Melchior, um die Maschine zu sabotieren. Chrono, roten Dolch benutzen. Okay. Wirf ihn. Auf geht's, Mune. Fertig, großer Bruder. Hä? Mune? Ich dachte, die sind in Massamune drin. Durch die Maschine wurde der Dolch ein Schwert. Okay. Die Mammutmaschine. Er kommt. Und wer kommt denn? Nein, halt. Das Schwert allein vermag es nicht. Oh, what the fuck? Helles Licht. Und was kommt jetzt? Oh nein, sag jetzt nicht, ich muss gegen den Bastard kämpfen. Ey, du willst mich jetzt verarschen, oder? Ey, du willst mich jetzt verarschen, oder? Leuchten. Hab ich auch mal Zeit anzugreifen? Hallo? Hä? Ach du Kacke, die sind alle behindert im Kopf. Okay, ich bin tot. Ich habe keine Chance. Die sind alle behindert. Die greifen sich alle gegenseitig an. Wolken regnen Zerstörung. Ach du Scheiße. Ich glaube, das war gescriptet, oder? Okay, das war gescriptet. Ich dachte schon, kann ich... Hallo? Hallo? Oh, der Prophet ist da. Darauf habe ich gewartet. Ich wusste es, Magus. Ich habe auf dich gewartet, Lavos. Vor langer Zeit schwor ich, dich zu zerstören. Und zwar um jeden Preis. Zeit, diesen Schwur zu erfüllen. Fühle meinen Zorn, Lavos. Was glaubt ihr, ihr könnt tun? Was kommt denn jetzt? Nicht die verdammte Mutter von der Schala da? Hm,
Ein falscher Prophet, du bist des großen Lavos Frühstück. Mutter, bitte hör auf, diese Macht kann nur in Zerstörung enden. Geh da weg, Schala! Die allmächtige Lebenskraft von Lavos lebt in uns allen. Du bist ein Teil von ihr. Du kannst das Schicksal nicht ändern. Widersetze dich mir und ich vernichte auch dich. Hilfe! Die Mutter regt mich langsam auf. Komm, Prophet, fühle Lavos Macht. Das ist Magus. Okay, dann... Oh, also ist Magus Janus, denke ich jetzt mal. Ah, meine Kraft wird entzogen. Also, ich gebe mich nicht geschlagen. Ich habe die Dunkelheit überlebt, um dich zu besiegen, Lavos. Okay, nimm das, Lavos. Oh. Son Goku-Stab benutzt? Yeah. Was? Es geht nicht? Ah. Was war das für ein komischer... Egal. Alter, na. Deine mickrige Kraft ist ein Mückenstich für Lavos. Hier, von mir für dich. Du wirst ewiges Leben genießen. Als ein Teil von Lavos. Wohohohohohoho. Bestimmt wird sie jetzt gefressen. Was mit Schala? Warum leuchtet sie? Aufstehen, Krono. Eiler nicht verlieren wollen. Der Dimensionswarp wird größer. Wir müssen hier weg. Da steh auf, Robo. Ich kann ja reden, oder? Bitte flieh, Krono. Menschen sind nicht fähig, ihn zu besiegen. Aha, du bist Krono. Warum tust du nicht, was Schala sagt und rennst weg, um dein Leben zu schreien? Ist es dir etwa nichts wert? Muhahaha. Schala, geht es dir gut? Ach, Eiler nicht verlieren, jetzt kämpfen. Immer noch nicht genug? Was erhofft ihr euch zu tun? Lavos mit euren verbeulten Körpern herauszufordern? Seht Lavos Macht und fühlt seinen Zorn. Lavos. Lavos ist ein spanisches Gericht. Klingt aber ein bisschen so. Warte, kommt jetzt die Stelle? Ja, das ist die Stelle, oder? Krono! Krono! What the fuck? Was ist das für ein Amulett, was der da hat? Was ist das für... Er ist tot? Ja, okay, das wusste ich schon, aber... Krono! Krono? Wollt ihr mich verarschen? Wie ist er tot? Er war der coolste von allen. Ihr wollt mich doch vernatzen hier. Okay, was hat er jetzt gemacht? Okay, er hat alle zurückgebracht, oder wie? Okay, er hat alle zurückgebracht, aber was mit ihm? Ich kann ihn nicht schlagen, Lavos! Der Palast stürzt ein. Wir müssen sofort hier fliehen. Hier im Meeresboden, was tun? Ja, da habt ihr irgendwie die Arschkarte gezogen, denke ich jetzt mal. Die Musik ist da. Die verbleibende Kraft meines Amuletts bringt euch hier in Sicherheit. Ich weiß, ihr könnt ihr nicht vergeben, aber... Bitte hasst Mutter nicht. Noch unser Königreich. Stimmt eigentlich, es tut mir so leid. Ja, die Mutter wurde ja von ihnen so beherrscht, aber trotzdem. Doch nun geht, rasch! Magus! Okay. Was ist das Leuchten? Ey, Krono. Ey, wird sie... Nein, das kann ich sie jetzt nicht sein. Sie wird auch sterben? Was ist los? Ey, ich hab keinen Bock, dass sie stirbt. Die ist cool. Die hat uns gerettet. Lavos erscheint, aber woanders. Und das sieht anders aus. What the fuck? Übertreibt ihr. Okay, da kommt irgendwie was raus, aber... Übertreib. Oha. Das ist übertrieben. Ja, Frau, lauf weg. Du hast keine Chance zu überleben. Sag jetzt nicht, alles fällt runter. Ach du heilige Kacke. Die ganzen Menschen sind tot. Und Krono auch. Und das sind erdgebunden. Sie sehen aus wie Obdachlose. Und was sagt... Oh. Ein Tsunami! Verdammt!
Verdammt, es ist laut. Oh, das war laut, der Tsunami. Das war verdammt laut. Bitte hör jetzt auf, ich habe keinen Bock auf so einen lauten Sound. Boah, aber der Tsunami war echt groß. Ich hoffe, die haben alle da überlebt. Es ist zu gefährlich, Chrono. Chrono! Chrono, nein! Chrono! Was ist mit Chrono? Ich dachte, er ist tot. Ja, er ist tot. Chrono! Oh, ihr seid auf. Okay. Ihr wart in Fieberträumen. Chrono, wo Chrono? Wir haben nur euch gefunden. Nein, nicht wahr. Chrono stark. Chrono nicht tot. Ist dies das Dorf der Erdgebundenen? Diese Insel war nach der Zerstörung des Seepalasts die einzige Zuflucht. Metallvogel? Schwebender Ort? Alles kaputt? Ist Herr Melchior hier? Nach dem Desaster bildete sich ein unheimliches schwarzes Tor. Melchior wollte Janus zurückhalten, wurde jedoch hineingesogen. Ein schwarzes Tor? Kein Zweifel, ein Tor von Lavos. Wo Schala? Was passiert? Ich weiß es nicht. Niemand hat sie seither gesehen. Oha. Epoch, ist es intakt? Euer Schiff ist stabil und intakt. Es ist, als ob es euch hierher gefolgt wäre. Oh, dies muss das eure sein. Das Amulett. Ah, Amulett von Chrono. Es lag neben euch, wie zu eurem Schutz. Chrono, nehmt euch Zeit mit dem Ausruhen. Ihr findet mich in der Gemeinde. Verdammte Scheiße, Chrono ist tot und alle Menschen auf der Insel da sind auch tot. Okay, Chrono ist wirklich weg. Das ist scheiße. Okay. Speichern. Geh mal kurz raus. Letztes Dorf. Oder wir sehen uns das nächste Mal. Ja, das ist das nächste Mal. Und dann geht's weiter ohne Chrono. Scheiße. Tschüss. Okay, es geht weiter. Nein. Es geht weiter mit Part 30, weil ich habe entdeckt, ich habe noch 20 Minuten oder so, deswegen werde ich weitermachen in dem Part und ein Mondstein wird zum Sollstein, wenn er für Jahrtausende der Sonne ausgesetzt wird. Also das ist ein Tipp für ein Sidequest. Das Königreich des Eifers hatte einen. Es braucht sehr alte Steine, um ordentlich Energie zu erzeugen. Und du? Ein paar Erleuchtete haben überlebt, aber zwischen Erleuchteten und Erdgebunden gibt es keinen Unterschied mehr. Yeah, Gleichberechtigung für alles. Sehr, sehr gut. Und, was gibt's hier? Schaut öfter vorbei, sein Angebot wechselt von Zeit zu Zeit. Einkaufen. Okay, da gehe ich wieder so. Was gibt es jetzt einzukaufen? Immer noch das gleiche. 3. Belebung. 6. Heilung brauche ich nicht so. Ether, ja, kann man noch 5 Stück kaufen. Okay, das reicht. Und da war irgendein Leuchten, ich glaube, da kommen wir später ran. Also, es gibt einen anderen Charakter. Den kann man später hier holen, also hier bei der Nordcup. Deswegen mache ich erstmal mit der Story hier weiter, bis zu dem Zeitpunkt, wo es Zeit wird mit der Sidequest. Wie soll ich hier ohne Magie überleben? Du brauchst die Magie zum Überleben nicht. Außerdem bist du nicht alleine. Ihr habt absolut recht. Wir leben und es wird immer Hoffnung geben. Oh, immer. Das sind jetzt Best Friends. BBF Forever. In ein BFF. Wir sind von einer gefährlichen Macht zu abhängig geworden. Ja, hast du gut erkannt. Alles und jeder ist in den Tiefen versunken. Das ist scheiße. Der Wolkendunst ist fort und der Sturm hat nachgelassen. Ob der lange Winter endlich vorüber ist? Vielleicht. Und du? Musst dich in den Schlaf geweint haben. Lasst ihn. Ach, armes Kind. Ja, kann ja auch verstehen, warum er das gemacht hat. Alle ausgeruht? Verbeugt euch und huldigt unseren neuen Herrscher, König Dalton. Wie König Dalton? Verpisst euch hier, ihr komischen Ninjas. Okay, muss ich... Ihr übertreibt. Dalton, du Wichser, was willst du? Ja, denkt nicht so viel. Ihr da, was ist? Seid froh, dass ihr noch lebt.
Die alte Tante und die nervtötenden Gurus sind weg. Ab sofort ist dies das Daltonreich. Ja, du bist krank im Kopf. Du bist noch krank im Kopf. Ihr lebt? Das Schiff da draußen muss eures sein. Balthasar sah genauso aus. Balthasar, ich habe beschlossen, dass ihr dieses nette Spielzeug nicht verdient. Ab sofort ist es meine Edelkutsche. Dafür werde ich ihn so in die Fresse boxen. Epoch, Eilers Freund sein. Ihr müsst mit mir kommen. Ihr könntet sonst rebellieren oder so. Und nun nehmt als Zeichen meiner und Wertschätzung dies. Männer geblockt. Was? Ha. Wie wär's damit? Scheiße. Ihnen ist eine kleine Prise meiner wahren Macht. Was habe ich jetzt solche Probleme mit dem Lesen, verdammt. Verdammt. Und? Fuga. Das ist Fuga. Yeah. Okay, wir müssen hier durchkämpfen. Ungewöhnliche Szenerie. Unsere Ausrüstung ist weg. Auch die Objekte. Sogar Geld weg. Wir müssen fliehen. Eiler kämpfen, Eiler zurückholen, bösen Mann vernichten. Okay, was kann ich hier irgendwas machen? Okay, hier speichere ich mal. Ich weiß nicht, wo zur Hölle ich hier bin. Doch, eigentlich schon, aber ich tue es manchmal so. Haben sie verdient. Ohne Waffen sind sie machtlos. Hallo? Ach, ihr Wichsers, ihr gebt mir nichts zurück. Okay. What the fuck? Das ist... ein Luftschiff, wie ihr das seht. Im Düstervogel. Okay, wie soll ich jetzt... Okay, muss ich jetzt wieder zurückgehen, oder was? Wartet bitte. Okay, die ist irgendwie gebackt da drin und läuft irgendwie die ganze Zeit gegen die Leiter. Das scheint ein Luftkanal zu sein. Wo? Oh. Wieder hoch. Wir können den Feind von hier aus beobachten. Also stalken, oder was? Okay. Geh mal hier runter und dann hier. Ich weiß echt nicht, wo ich jetzt hingehe. Echt kein Plan. Warte, könnte ich jetzt gegen die gewinnen? Oder nicht? Ich mache einen Safe State zur Sicherheit und sehen wir uns mal an. Ihr da! Sehen wir uns mal an, wie wir jetzt gegen die kämpfen. Okay, Eila hat gute Chancen, weil sie alleine ist und weil sie ihr Faust kann. Warte, wie viel Schaden habe ich jetzt? Oha! Übertreibt mit den Schaden. Okay. Okay, wir haben irgendwas. Haben wir irgendwas. Marlis Ausrüstung zurückgehalten. Sehr, sehr gut. Warte, alles zurückgehalten. Muss ich das auch wieder ausrüsten? Nein, alles ist geblieben, wie es war. Gut, gut, gut. Warte. Was gibt es hier? Du dreckiger Bastard von Byte. Okay, das wird nicht so einen großen Schaden machen, weil sie ihre Ausrüstung hat. Und Angriff. 80. Ach, danke, das geht auch. Und, ach, irgendwas habe ich gelernt. Verdammt. Wieso ach. Tech, du hast irgendwas mit ihr gelernt. Quarterwurf, okay. Safe State. Und hier rein. Hey, ihr da! Verdammt, das wird ein ekliger Kack. Quarterwurf. So. Ich hoffe mal, das funktioniert. Was ist der Quarterwurf? Oha, das ist... Oh, verdammte Kacke. So viel Schaden. Robos in Gefahr. Robo ist echt in Gefahr. Wieso kann... Warte, warum kann Robo nichts machen? Quarterwurf. So, auf 3. Erstmal alles hier untersuchen. Okay, das ist gut.
Das ist sehr gut mit von Schaden her. Ach, fick dich doch mit deinen Schadens. Warte, ich habe keine Objekte. Ich habe die Arschkarte sozusagen. Safe State. Yep, yep. Okay, hat es was gebracht, dass ich gegen die gekämpft habe? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach, das war dämlich. Dämlichkeit pur. Warte, warum laufe ich eigentlich nicht? Warum gehe ich einfach ganz hier rum? Hey, ihr. Okay, hier sind Gegner. Wo gibt's hier lang? Warte, war ich da nicht? Für zwei. Geh mal weiter, geh mal weiter. So, rein mit uns. Okay, das war der verfickte Fall. Okay, rein mit uns. Okay, das war das hier. Ich hoffe, ich merke mir das alles hier. Okay, da gehe ich einfach mal nach oben. Ich weiß gar nicht, wo der richtige Weg ist. Okay. Okay. Ich glaube, jetzt kann ich den Part beenden. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Aber richtig jetzt.